Ach ja, so viele schöne, neue, bunte Lego-Steine. Wir haben hier 4 große neue Sets, 2 Power-Suit-Up-Packs für Lego Mario und 10 Minifiguren. Das ist die gesamte Lego Super Mario Expansion 2. Und wir hatten im letzten Video schon zusammen einen sanften Einstieg in die Serie, in dem wir die Minifigurentütchen zur Serie 2 geöffnet haben und uns eben diese 10 neuen Minifiguren angeschaut haben. Solltet ihr das verpasst haben, dann nichts wie rein in das letzte Video. Ich verlinke es euch einmal hier oben und natürlich auch in der Beschreibungsbox. Und ich freue mich, dass wir jetzt quasi ans Eingemachte gehen können und uns die 4 großen Sets anschauen können. Und ich möchte euch schon mal verraten, da gibt es wieder, wie bei der ersten Serie, sehr viel Finesse, sehr viele Kleinigkeiten, die wirklich lustig und cool sind. Und da freue ich mich natürlich, euch wieder auf die Reise mitzunehmen. Moin zusammen und herzlich willkommen auf eurem Review-Kanal. Und es geht endlich ans Eingemachte. Wir haben hier ganz viele schöne Lego Super Mario Sets und wir starten mit der 71380, das Maker Set. Und darauf freue ich mich besonders, weil ich das Gefühl habe, es bringt den meisten Gewinn für Lego Super Mario Fans. Ja, und da steigen wir mal direkt mit ein. Ja, und unser Programmplan ist wie immer einmal das Lego Set gemeinsam zu unboxen. Dann im Zeitraffer das gemeinsam aufzubauen. Dann schauen wir uns an, wie es funktioniert und wo eben die kleinen Tricks und Clues liegen. Und dann gibt es natürlich eine Review, sprich meine Meinung und Bewertung zu der Qualität und dem Spaß an dem Lego-Set. Und wenn ihr an sowas Spaß habt und vielleicht auch nochmal andere Lego-Sets sehen möchtet, den Rest der Lego Super Mario-Reihe, oder ihr vielleicht von mir mal eine unabhängige Meinung zu einem Spiel haben wollt, egal ob es brandneu ist oder halt vielleicht ein Klassiker, genauso würden wir Reviews machen über den Themenbereich Bücher und Filme und uns schweben dann noch so andere Freizeitaktivitäten vor, dann seid ihr hier auf diesem Kanal richtig, denn das ist euer Kanal für deutschsprachige Reviews rund um den Bereich Fiktion, Fantasie und Freizeitaktivitäten. Und wenn ihr dabei bleiben möchtet und vor allen Dingen informiert werden wollt, wenn ein neues Video rauskommt, dann würde ich euch empfehlen, den Kanal einmal zu abonnieren. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich blende euch einmal die Möglichkeit hier oben ein und würde es schön finden, wenn ihr Teil der Community werdet und wir uns eben über die Dinge, die uns Spaß machen, gemeinsam austauschen. Des Weiteren, wenn ihr sagt, Speed Build Up, habe ich jetzt nicht so Lust drauf und ich möchte einfach nur wissen, wie gut das Set ist und ob sich das lohnt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einfach zu dem Part des Videos zu springen, der euch Spaß macht. Und zwar könnt ihr einmal unten an der kleinen Wiedergabeleiste sehen, dass das in kleine Stückchen geteilt ist und dort stehen auch Titel drüber. Das heißt, ihr könnt einfach zu der Stelle springen, die euch interessiert. Und genauso könnt ihr in der Beschreibungsbox einmal reinschauen. Dort seht ihr auch die einzelnen Themenpunkte und wenn ihr da auf den Time Index klickt, also sprich auf den Zeitpunkt, der unten drin steht, dann springt ihr direkt dorthin. Ach ja, da ist es endlich, das Maker-Set. Denn in 1 fehlte in der Expansion 1 dann eine Möglichkeit, mehr Wege und mehr Plattform zu bekommen. Interessanterweise sieht man auf der Packung von dem Maker-Set auch Beispiele in Kombination mit dem Starter-Set. Ist also wirklich genauso angedacht. Nach dem ersten Ausschütten dann doch ein bisschen Ernüchterung, denn das sieht nicht nach vielen Teilen aus, aber ihr werdet sehen, das lohnt sich doch schon noch. Dann fiel erstmal auf, dass Lego Mario ein Update braucht für die neue Expansion und das sind bestimmt 10-15 Minuten gewesen, die ich brauchte, um Mario auf den neuesten Stand zu bringen. Danach jedoch kann er die neue Musik abspielen und auch die neuen Gegner bekämpfen, denn die Scan-Codes von den neuen Gegnern müssen natürlich auch Lego Mario beigebracht werden. Dann ging es endlich mal wieder an die App und an dem Aussuchen der neuen Welt. Und natürlich, so wie auch beim ersten Set, sehen wir die Anleitung und auch die Anleitung, wie die Figuren und Bauteile funktionieren, innerhalb der Handy-App. Hier haben wir den glorreichen Moment, da entsteht unser neues Gebiet auf unserer Gesamtkarte und ich muss feststellen, ich habe es schon ein bisschen vermisst.
Wenn das Video vorbei ist und ihr Nerdkram und vielleicht auch mich ein bisschen vermisst, dann kann ich euch raten, mal auf instagram.de/reviewswitch vorbeizuschauen. Da gibt es Speedbuilds oft schon sehr viel früher und ganz viele Speedbuilds auch von Sets, die es gar nicht in den YouTube-Kanal schaffen und ganz viel anderen Nerdkram und Blödsinn. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch folgt und ja, wir vielleicht ein bisschen in Kontakt treten können. Nun viel Spaß mit dem Aufbau und danach gucken wir uns mal die Zahlen, Daten, Fakten zu diesem Lego-Set an. So sieht es also aufgebaut aus, das Lego Super Mario Maker Set. Und ich freue mich besonders über den Titel, denn ich habe in den letzten Videos ja schon gesagt, dass mir Lego Super Mario so vorkommt, als ob es im Grunde Mario Maker ist, nur eben für den Tisch bzw. fürs Kinderzimmer, so in echt sozusagen. Und dass das Set so genannt wurde, schlägt ja eindeutig eben in diese Kerbe, sagen wir es mal so. Ja, das ist das Set 71380 und es hat insgesamt, ich habe es nochmal rausgesucht, 366 Teile. Das ist nicht viel, aber mit den Teilen kann man viel machen und darauf kommt es hier bei diesem Set auf jeden Fall an. Es ist freigegeben ab dem Alter 6+. Das kann ich unterschreiben, denn das war jetzt nicht schwer. Das ist halt so das Standard Lego Super Mario Set und kostet 59,99 € und dafür kriegt man 450 VIP-Punkte. Ja, und das Set habe ich mal einmal aufgebaut. Vom Set kann man da gar nicht reden, ne? Sondern das ist ja im Wesentlichen ein Lager an Möglichkeiten, Mario-Kurse zusammenzubauen. Aber man hat sich natürlich ein bisschen was bei gedacht und so, wie es hier auf der Packung abgebildet ist, habe ich es jetzt hier mal aufgebaut zum Anschauen. Hier sind auch noch verschiedene andere Varianten mit abgebildet, die zeigen, wie man es noch machen kann. Und ja, ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Ganzen hier, denn nachdem ich jetzt hier diesen Beispielkurs quasi verbaut habe, den man eben auch wunderbar mit den anderen Sets kombinieren kann, habe ich das hier noch übrig. Das sind
drei große Plattformen in verschiedenen Farben. Das sind drei kleine Plattformen in verschiedenen Farben. Das ist eine Insel, so wie wir es kennen, ne, wo man eben dazwischen mal so parken kann. Und dann habe ich hier noch eben lange Bausteine. Ich habe die so ein bisschen zusammengeklemmt, damit man halt das eben auch gut lagern kann sozusagen. Aber Kadabra, ich habe die mal hier auseinandergenommen. Wir haben also hier noch einen länglichen blauen, einen länglichen roten, einen länglichen grünen, zwei kürzere blaue noch, zwei kürzere grüne, Entschuldigung, drei kürzere blaue und jeweils einen ganz kurzen roten und blauen. Also neben dem, dass das Set hier komplett schon so steht, wie in dem Beispiel, haben wir das noch alles übrig. Und das ist wirklich jede Menge. Das muss man einfach mal festhalten. Und letzten Endes ist hier natürlich auch viel drin verarbeitet. Ne? Also das kann man natürlich auch rausziehen. Also es sind halt wirklich viele Teile. Und mit denen kann man eben hier, wenn man sich so eine Welt bauen möchte, eben wirklich was anfangen. Dann ist diese Maschine hier ziemlich cool, denn mit Hilfe der Maschine können wir uns aussuchen, welche Fähigkeit wir aus den Fragezeichenblöcken bekommen möchten, also können das gezielt nutzen. Und wir haben halt eben hier auch noch die gelbe Röhre, die einen anderen Spielmodus startet mit 30 Sekunden Spielzeit und entsprechend mit der moderneren Super Mario Melodie. So wie wir auch hier, ich habe mich übrigens vertan vorhin, ja, es ist nicht Lenny, es ist Larry. Aber ich glaube, Lenny sieht sehr ähnlich aus, oder? Auf jeden Fall ist das hier Larry. Ja, und wir haben noch zwei weitere Figuren, unter anderem den Para-Cooper, den es auch so vorher noch nicht gab. Mega. Dann haben wir hier noch einen Zeitblock, der generell sehr rar ist in der Lego Mario-Reihe. Und natürlich so ein Fragezeichenblock, die man dann jeweils auch hier in der Maschine verwenden kann. Und das ist halt einfach mal cool und einfach mal nötig. Und ich finde trotzdem, dass es nur 366 Teile sind, einfach mal seine 60€ wert. Denn damit werden alle anderen Lego Super Mario Sets, die wir haben, aufgewertet. Ja, wir werfen mal einen Blick auf die Funktionsweise, wie das alles dann so in der Nutzung aussieht. Ich finde, das macht schon beim Zugucken Spaß.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt das jetzt schon quasi beim Zeigen des Sets gerade auch schon gehört. Ich finde, das ist halt eben ein Kernstück, was halt in der ganzen Serie gefehlt hat und was für sich genommen gut funktioniert, weil man viel geliefert bekommt. Wenn man das mit dem Startkurs kombiniert, dann hat man eigentlich alles, was man für so eine Mario-Welt braucht. Wir haben zwei Bösewichte, wir haben ganz viele kleine Figuren, wir haben eben den Mario, die Zielfahne und zwei Röhren, hier so eine Maschine und jede Menge Bauteile. Das finde ich ist ein gutes Starterpaket. Wir holen das eigentliche Starter-Set und eben hier das Maker-Set und dann hat man eine riesige Mario-Welt. Dann ist man auch eben schon bei, lass mich nicht lügen, rund 100 Euro. Ja, aber dann hat man doch schon eine ganze Welt. Und das ist ziemlich cool. Ist für mich auf jeden Fall eins der besten Sets, die überhaupt bisher rausgekommen sind. Und ja, deswegen von mir auch eine klare Empfehlung. Letzten Endes ist der Preis immer so eine Frage. Das ist ja das Damoklesschwert, was über die gesamte Mario-Reihe so schwebt. Und dafür gibt es immer Abzüge, aber wenn wir jetzt von dem reinen Spielspaß ausgehen, ein bisschen Abzüge gibt es natürlich auch noch von dem Bauspaß, weil das hier nicht den Großteil der Zeit und der Energie einnimmt. Also das Bauen ist halt ein Kapitel, was wie bei fast allen Lego Mario Sets wäre gelogen. Es gibt ein paar Sets, die halt wirklich Spaß machen, auch zu bauen, aber das Bauen ist hier eine Sache, die man schnell vergisst. Von daher, da kann Lego Mario auch nicht so viel holen, aber wenn wir also Preis und den Bauspaß abziehen, dann bin ich aber immer noch hier bei 4 von 5 Sternen, weil ich einfach das Konzept hier am besten getroffen sehe und man eben so als Konsument auch am meisten davon hat. Ja, das erste große Set hat gehalten, was es versprochen hat. Es war ein super Einstieg auf jeden Fall in die Expansion 2, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, das sollte einfach zur Gesamtreihe gehören. Aber es ist jetzt mit der Expansion 2 rausgekommen und da können wir gespannt sein, wie die nächsten Sets sind. Das hier ist auf jeden Fall schon mal ein Kracher, das hat gut funktioniert und ja, ich bin eben sehr gespannt, wie es dann eben mit den weiteren Sets aussieht. Wenn ihr da auch gespannt drauf seid und das auf keinen Fall verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verspreche ich euch, dass ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video aus dem Bereich da ist. Und ja, wenn ihr es gut gefunden habt, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen und auch alle anderen Zuschauer, denn die, die sich dafür interessieren, kriegen das durch einen Daumen nach oben, durch Kommentare, die ihr vielleicht schreibt dazu, auch mit. Und ja, haben auch die Möglichkeit, die Videos sich anzuschauen. Sonst wird der YouTube-Algorithmus nicht darauf aufmerksam, dass es die Videos gibt. Und dann kann auch kein anderer das schauen. Von daher, wenn ihr Spaß hattet, teilt den Spaß auf jeden Fall in die Welt. Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt oder den Aufbau der Sets vielleicht schon früher mitbekommen wollt, als wenn es auf YouTube kommt, dann kann ich euch auch meinen Instagram-Kanal empfehlen. Und zwar über instagram.de/reviewswitch. Da seht ihr viele der Speed-Build-Ups schon vorher. Ihr seht auch Zeitraffer-Aufbau, Speed-Build-Up, die es vielleicht gar nicht ins Video schaffen. Ja, da packe ich ein bisschen was mit drauf. Vielleicht schaut ihr da mal rein. Folgt dort auch und habt genauso Spaß. In dem Sinne, ich lege jetzt hier los mit meinem neuen Kapitel Lego Super Mario und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.